Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ja, was soll ich heute noch erzählen? Es ist fast Weihnachten, wir haben es fast geschafft, das Jahr. Ich sage so, wir haben es fast geschafft, weil natürlich für uns jetzt die letzten Tage schon echt stressig waren. Gestern hat man zwei Autos da. Einer hat schnell nur einen Ladebooster gekriegt mit einem Lithium-Akku, der andere hat nur, oh Gott, kriege ich es nur zusammen, nochmal was anderes gekriegt. Auch einen Lithium-Akku, genau, da haben wir auch einen Lithium-Akku verbaut, nochmal schnell drei Lithium-Akkus verbaut, der eine 2x100, der andere Bulldron. Dann haben wir heute noch einen da gehabt, der hat Duo-Control gekriegt mit Gasfernschalter und so weiter. Aus Karlsruhe ist er extra hergefahren. Top, muss ich echt sagen, super Typ. Und ja, dann haben wir vorgestern noch einen da gehabt, so einen Tageskunden. Dann haben wir jetzt gerade aktuell nur eine größere Baustelle da hinten. Da zeige ich euch gleich ein bisschen was. Und ja, so ist natürlich vor Weihnachten immer relativ busy. Viel zu tun und Geschäftsabschluss und Inventur vorbereiten und. Also wir machen jetzt dann zum Jahreswechsel natürlich auch unsere Inventur. Da zählen wir alles durch. Also da steht uns noch ein bisschen was bevor. Echt Action. Aber top, wunderschön. Und wir freuen uns auch richtig, dass wir das alles so hingekriegt haben und machen können. Also muss ich echt sagen, richtig schön. Also es bewegt sich hier richtig viel. Und bitte schaltet mal bis aufs Ende des Videos durch, weil meine Mannschaft, unser Team, möchte euch auch ein wunderschönes Weihnachten wünschen, und zwar jeder persönlich. Und das hängt natürlich im Abspann noch mit dran. Und ich und meine Frau machen das aber noch nicht, weil wir sehen uns noch. Da machen wir noch ein gesondertes Video. Und meine Frau seht ihr ja eh schon jeden Tag im Adventskalender. Und da kommt auch nochmal ein Special-Video. Jedenfalls schnappen wir uns jetzt einmal die Kamera und gehen in die Werkstatt. Meine Frau hat gesagt, ich soll mich mal wieder in die Werkstatt schnippen, dann machen wir das mal. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam das Auto an. Also, auf geht's. Ein wunderschöner Knaus steht hier. Und mit dem haben wir einiges vor. Wie schon angekündigt, also ich nenne das jetzt hier mal Mega-Umbau. Wir gucken hier mal rein, da sind wir schon voll zugange. Unser Plan ist zweimal 150 Amperestunden Lithium. Wie ihr seht, ist hier natürlich relativ wenig Platz. Das bedeutet, wir müssen hier das ganze, den ganzen Technikbereich hier umbauen. Und müssen einfach das komplett neu auflegen und komplett neu sortieren, damit wir hier die 2x50, 150 Amperestunden Lithium auch reinkriegen. Und gleichzeitig muss hier auch noch ein Ladebooster vom WCS mit rein. Die Kombi hängt schon da, die kommt ja auch hier rein. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die, Ladebooster noch verbauen, der kommt auch da rein. Also wir werden jetzt hier die ganze Schalttafel werden wir nach innen legen, die ganzen Kabel werden wir versetzen und ja, das wird jedenfalls eine ganz spannende Option, ganz spannende Operation und da bin ich schon richtig gespannt und da nehme ich euch auf alle Fälle mit, weil das wird ein richtig tolles, ja, ein toller Umbau. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Dann schauen wir mal nach vorn. Da haben wir heute schon angefangen. Da kriegt er eine Titronic-Alarmanlage. Ihr seht, hier haben wir schon alles verbaut. Hier oben haben wir schon den Profinder. Der wird jetzt dann noch versteckt dementsprechend. Da muss nur die SIM-Karte reingesteckt werden. Und dann natürlich noch die ganzen Kontakte und so weiter, wo hier verbaut werden müssen. Das machen wir dann im Nachgang. Dementsprechend sauber und ordentlich. So, und jetzt sind wir auf dem Dach und hier kriegen wir noch richtig Solar drauf. Also hier haben wir 2x125 Watt Peak vor. Hier hinten haben wir dann noch ein 70 Watt Modul vor, sodass wir also wirklich über 320 Watt Peak kriegen. Ist eine tolle Geschichte. Satzschüssel, Klimaanlage ist schon da.
Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird ein richtig tolles Dach. Dann kriegt er noch eine LTE-Antenne, eine anständige, damit auch dort ziemlich was passiert. 19 Kat und 5G tauglich. Also das Fahrzeug wird richtig toll aufgerüstet mit allen Sachen, was man sich so vorstellen kann, damit man so richtig in die Autarkie abgehen kann. Hubstützen hat er schon. Hier sehen wir das Aggregat von der Hubstützenanlage. Ich meine, der Stromumbau ist natürlich der aufwendigste. Schauen wir mal rein in das Fahrzeug. So schaut es innen aus. Da haben wir schon ausgelegt ein bisschen. Also ist ein ganz normaler Grundriss. Sehr schön, sehr schick. Hier zoomen wir uns natürlich immer die Wege, wo wir was machen. Da liegt da der Zettel, da seht ihr auch, was da alles draufsteht. Also da ist richtig Arbeit angesagt. Da freuen wir uns richtig drauf. Hier haben wir 230 12 Volt Verteilung. Da müssen wir dann gucken, weil man natürlich wieder den Kühlschrank ausschleifen muss. Fernseher hängt schon da. Dann schauen wir auch hier natürlich immer, wo man dann auch entsprechend, Strom habe ich jetzt leider keinen da, wo man natürlich auch entsprechend dann mit der Kabelei reinkommt, wo man den Router am besten hinbaut, damit man nicht 5 Technikfächer machen muss, sondern nur 1, damit es halt alles wirklich Hand und Fuß hat. Also ein ganz tolles Fahrzeug, was mir besonders gut gefällt. Hier das Badezimmer, sehr schön. Also ich mache morgen ein bisschen Licht, dann machen wir das nächste Video, Fortschrittsvideo, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Also er ist echt sehr komfortabel und schaut richtig, richtig schick aus, muss ich sagen. Was mir ganz besonders gefällt, ist hier mit Schiebetür. Nicht diese doofen Drehtüren, dass da immer was im Weg ist. Das finde ich persönlich nicht so schön. Also das ist schon eine richtig tolle Sache. Ja, da haben wir wieder einiges zu tun. Dann haben wir auch noch heute kurz Gasumbau gehabt mit Duo Control. Gestern haben wir einen Ladebooster verbaut von WCS und einen Lithium-Akku verbaut. Und dann war noch ein anderes Fahrzeug da. Also hier geht es richtig zur Sache. Und morgen kommt auch noch mal einer. Den haben wir jetzt reingefahren, weil der steht über Weihnachten. Das ist mein Über-Weihnachten-Geschäft. Also es ist richtig hektik, weil jetzt haben wir morgen nur 2 Notfälle da, denen wir schnell helfen. Und da geht es auch nochmal richtig zur Sache. Was soll man sagen? Kurz vor Weihnachten, wie immer, überall Stress. Aber das ist auch richtig gut so. Und dann haben wir ja hier unser, habe ich euch ja schon gezeigt, Hebebühne. die muss ich auch noch aufbauen. Da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Und natürlich die Werkstatt aufräumen und ein bisschen klar Schiff machen hier, weil jetzt am Donnerstag ist hier der letzte Arbeitstag. Und dann gehen wir in den wohlverdienten Urlaub. Und ja, dann holen wir uns ein bisschen ein paar Tage, dann haben wir ja unsere Weihnachtstour, die wir drehen, die nach wie vor steht, wo wir nach wie vor unterwegs sein werden und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Einen wunderschönen guten Morgen aus Tingelsbühl und heute hat noch unsere Auftrags- und Angebotselfe Nicole euch noch etwas zu sagen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So wie Nicole, danke. Dann haben wir natürlich noch ein Elfchen. Unser Spezialelfchen, unsere Cordula, die packt eure Päckchen für den Versand, sie räumt den Laden auf, macht alles schick, so. Und wie ihr seht, immer fleißig am Arbeiten. Hallo Cordula, was wünschst du unseren Zuschauern? Hallo, ich wünsche euch alle schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Super Cordula! Einen wunderschönen guten Morgen aus Tinkelsbühl und hier ist unsere Buchhaltungselfe Nathalie und die hat euch noch was zu sagen. Frohe Weihnachten und bleibt gesund! Hey! So, und hier unsere Jungs in der Werkstatt und da haben wir unseren Toiletten-Spezialisten-Einbauer Detlef. Detlef, hast du uns was zu sagen? Schöne Feiertage euch allen! Supi. So, und hier haben wir noch unseren Akku- und Elektrik-Spezialisten Mike.
Hast du uns auch was zu sagen? Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Supi! Ja, liebe Camper, das ist das Projekt, was wir da hinten haben. Echt ein tolles Projekt, wieder richtig schöner, großer Umbau, den wir jetzt ziemlich schnell noch gar umsetzen werden. Und ja, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch ein Auto unten, das wollen wir auch noch fertig machen, die Tage. Also nach Weihnachten natürlich, ins neue Jahr hinein. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass das Jahr nicht ganz so schlimm beginnt, wie es jetzt scheint, mit den ganzen Einschränkungen und Lockdown oder wie auch immer, was da wieder auf uns zukommt. Lassen wir uns mal überraschen, da müssen wir jetzt noch gar durch. Der einzige Trost ist, dass es dann auch schon fast wieder wärmer wird und rauswärts geht, wenn es mal März ist. Und dann können wir unsere Autos wieder herrichten und wieder richtig Gas geben und wieder durch die Welt schippern. Bis dahin natürlich schön pflegen die Autos. Denkt dran, es ist wirklich kalt, wir haben Minusgrade, macht all eure Wasserhähne auf, schaut, dass das Wasser draußen ist, wenn ihr das Fahrzeug abstellt, immer schön frostsicher machen, damit euch da nichts passiert. Ganz, ganz wichtig. Ja, in dem Sinn habe ich es auch schon durch. Ich möchte euch noch eine wunderschöne Zeit wünschen. Wir werden uns auf alle Fälle natürlich die Woche nochmal sehen. Der Camper Tobi ist auch bei uns hier zu Gast vor der Tür und mal schauen, vielleicht machen wir auch noch was miteinander. Aber wir sehen uns auf alle Fälle nochmal die nächsten zwei Tage, vor Weihnachten auf alle Fälle. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, denkt an euch. Ein Like würde mir natürlich gefallen, genauso wie ein Abo von euch, was uns immer gut tut. Und bleibt gesund weiterhin und schaltet wieder ein. Bis bald, macht's gut.